verstrahlte Grüße, meine lieben Ödländer, und willkommen zurück zu Fallout 76. Ja, endlich, endlich. Wir stehen kurz davor, Vault 76 zu verlassen, nachdem wir sehr gründlich hier drinnen waren und alles gelesen haben, was es hier zu lesen gibt. Ich gucke nochmal ganz kurz hier unten, ob wir hier vielleicht nicht noch was, irgendwas vergessen hätten, aber sieht nicht danach aus. Auf geht's. Wir gehen raus. Los, komm. Diesmal wirklich. Wir wollen eine komplette Folge mal draußen sein. Wir können ja später wieder zurückkommen, falls wir doch was vergessen haben. Aber das werden wir auch später erst alles erfahren. Oh, da ist noch Mr. Handy. Alderton, Level 8. Aber er redet nicht mit mir. Hey Mann, was soll das? Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich meine Fäuste wieder deaktivieren kann. Ach ja, X gedrückt halten, ne? Nee. X ist laufen. E gedrückt halten. Ich will meine Waffe quasi zurückstecken ins Holster. R gedrückt halten, jetzt haben wir es. West Virginia. Wir sind draußen, Leute. Waltek. Celebrates 300 years of America. Entschuldigung. Das war ein verschlucktes Husterli. Wann immer du dich bei Vault 76 anmeldest, steigst du nahe des Ortes ein, an dem du dich zuletzt aufgehalten hattest. Cool, gut zu wissen. Wird geladen. Stufe 2 sind wir. Yay! Weil wir so gründlich waren. Also Radio Appalachia, klassisches Radio und Responderlagersignal empfangen. Ich habe mich da sehr zurück mit dem Radio, wie gesagt. Copyright, Claims und so weiter und so fort. Findet die Aufseherin erster Kontakt. Wow, wir sind draußen. Okay, es ist ein Fallout. Ich konnte eine Blume aufheben, es ist ein Fallout. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wenn es mal hier hin und wieder ruckeln, sollt ihr nicht vergessen. Das ist eine Beta, Leute. Das ist eine Beta. Oh, hier ist jemand gestorben. Ich nehme alles mit. Impro-Pistole. Oh, wir haben eine Knarre. Unsere erste Knarre. Der Hammer. Ich bin so glücklich. Ja, wunderbar. Untersuchen, ablegen, sortieren. Favoriten, genau, mit C. Mit C. Legen wir auch gleich mal auf einen Favoriten. Die kann nicht tanzen oder so. Waffe ziehen und Waffe wegstecken, wissen wir jetzt mittlerweile. Aber finde ich geil. Von jetzt an kann ich doch machen, was ich will, oder? Von jetzt an kann ich doch... Ich will nicht zur Aufseherin. Ich will diesen Roboter töten. Hey, komm, wir haben die letzte Folge nur gelesen. Ich muss jetzt irgendwas töten. Ich muss jetzt hier irgendwas töten, Mann. Geht doch, geht doch. Es ist ein richtiges Fallout, Leute. Lasst euch nichts anderes erzählen. Oh, oh, ich habe keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Das Rädchen öffnen. Das Waffenauswählrädchen. Wählen wir mit dem Rädchen aus. Ich will boxen, Leute. Ich will boxen, Mensch. Ich will boxen. Bitte lasst mich boxen. Kann ich die Waffe wegstecken? Damn! Jetzt so. Jetzt boxen wir den Roboter kaputt. Geht doch. Wunderbar. Und immer schön alles mitnehmen. Ganz am Anfang. Super wichtig. Och Mensch, das ist ein richtiges Fallout. Ich habe so Angst gehabt, Leute. Ich habe so Angst gehabt. Kann ich nicht einfach alles mitnehmen? Muss ich zweimal R drücken, ne? Oder hier zweimal. Ach so, genau, das war ja der Quick-Inventar. Okay, oder hier zweimal einfach R. Geht auch. Sehr schön. Ach Mensch. Ist das hier schön, der ganze Schrott hier. Ich fühle mich wieder wie zu Hause. Ich habe Antifaltencreme ins Auge gekriegt. Ah, herrlich. Der nächste Roboter. Vorsichtig, vorsichtig. Sehr schön. So wird ein Schuh draus. Aber ich brauche Muni, Leute. Ich brauche Muni. Den Schrott da können wir auch aufheben. Vorsichtig, Ausdauer ist fast alle. Hier gibt es doch bestimmt Muni, oder? Sehr schön. Wieder zurück zur Knarre. Vorsichtig. Ah. Nachladen wäre natürlich super gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Wie mache ich den VRTS-Modus? Schönes Ding, schönes Ding. Aber ich habe schon wieder fast keine Muni mehr. Aber das soll so sein am Anfang. Könnte ich schwören.
Propaganda-Flyer nehme ich alle mit. Die verticke ich alle in Diamond City. Aber die, das gibt's ja hier gar nicht. Doch, wer weiß, vielleicht gibt's hier Jevil City. Sag ich doch, hier kannst du aus dem Metallhaufen kannst du Sachen mitnehmen. Also manchmal zumindest. Du kannst ihn zumindest öffnen. Aber wie kann ich jetzt auf Anhieb, wenn ich möchte? Auf Anhieb die Waffe wegstecken. Also ja, Waffe wegstecken, aber ich will jetzt wieder zu Fäusten wechseln eigentlich. Ach komm, who cares, Mann? Who cares? Who cares? Lasst uns weitermachen. Lasst uns auf eigene Faust hier die Gegend erkunden. Das sieht doch mal gut aus. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Denn die Karte, viele wissen es schon, aber ich kann es ja nochmal erwähnen, die Karte von 476 ist viermal so groß wie die Karte von Fallout 4. 4x4, ne? Ergibt? Richtig. 16-mal so viel Spaß, Leute. 16-mal so viel Spaß. Oh Gott, ist das geil. Ist das geil. Vielleicht mache ich ja was auf meinem Kanal. Ich kann immer noch nicht streamen, dass es ganz doof ist. Also ich habe die Woche immer nur ein paar Mal jetzt Zeit. Für Aufnahmen ist das echt optimal, weil man kann dann die Woche über die aufgenommenen Gameplay-Videos kann man dann schön säuberlich geplant raushauen. Finde ich cool. Aber so, es fehlt so halt die Personality beim Spielen, finde ich. Ihr fehlt mir auch, Leute. Ihr fehlt mir auch irgendwann. Irgendwann wird sich das sicher alles gelegt haben. Der Tumult. Aber. Vielleicht spiele ich einfach ein bisschen mehr Fallout 76. Mach längere Folgen. Also jetzt vielleicht nicht in der Beta, aber wenn es dann irgendwann mal richtig losgeht. Und dann gibt es jeden Tag nicht nur 20 Minuten Fallout. Also es wird jeden Tag eine Folge geben, hundertprozentig. Das wird mein zweites. 7 Tage die Woche Projekt neben No Man's Sky. Und dass ich vielleicht längere Folgen mache. Also immer Minimum 30 Minuten ist schon mal eine Menge mehr, damit wir auch vorwärts kommen. Und dafür mache ich aber halt nur 3 Folgen insgesamt am Tag. Da würde dann eben halt immer jeden zweiten Tag die Koop-Folge mit meiner Freundin kommen. Derzeit spielen wir noch Forest. Ab November gibt es dann Ark. Ark Extinction. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Demnächst haben wir noch ein kleines, nein, nicht Special, aber so eine kleine Nebensächlichkeit, so ein kleines Nebensächlichkeitsprojekt raus. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Doch, es war sehr blutrünstig und Teletubbies sind echt verdammt fiese Gegner. Aber egal. Lass uns weiter. Ich bin überwältigt. Es ist so wunderschön. Es fühlt sich an wie Fallout. Und ich sammle Rußblumen. Ich will Jet haben. Ich will Drogen nehmen und weiß ich nicht. Ödländer überfallen. Das ganze Programm halt. Ja, oh ja. Mensch. It's good to be home, Leute. It's good to be home. Nee, also ich habe irgendwo gelesen gehabt, gerade im Tumult von dem Beta-Debakel. Manche haben es auch Hashtag Launchgate genannt gehabt. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Dass die Leute sich immer so aufregen müssen. Ich habe ganz höflich auf Twitter gefragt gehabt, warum ich nochmal das Spiel runterladen musste. Und dann war auf einmal die Zeit vorbei. Aber ich habe eine Antwort gekriegt. Und es wurde sich auch ganz offiziell entschuldigt. Darum ist ja die heutige Beta am Donnerstag. Wir haben heute Donnerstag, den 1. November. Und darum wurde die verlängert. Darum kann ich hier so fein, so feuchtfröhlich aufnehmen. So verstrahlt und gut gelaunt. Und, ja. Da hat sich einer beschwert gehabt. Er hat gesagt, es sieht schlechter aus als Fallout 4. Finde ich gar nicht. Finde ich überhaupt nicht. Sieht gut aus. Aber ich habe schon einiges gesehen. Also ich habe schon einige Gameplay-Videos zu Fallout 76 gesehen. Und da war halt, durch das viele Gras hier halt, spinnt der Codec von YouTube ganz gerne mal, dann pixelt das recht ordentlich. Ich hoffe, das ist bei mir nicht der Fall. Oder zumindest nicht so krass. Es ist schon mal ganz gut, dass ich die Facecam jetzt nicht anhabe, weil die schluckt immer eine ganze Menge an Bandbreite des Codecs. Ich weiß nicht, irgendwann später mache ich sie vielleicht nochmal an, aber ich möchte halt längere Folgen machen, längere Fallout-Folgen. Und die nehme ich dann immer, also für eine Woche meistens an einem Tag auf. An einem der Tage, wo ich das halt schaffe. Oh! Ah! Alter. Und
Ja, das wird dann nach einer Weile relativ anstrengend. Und dann gucke ich mal ganz verspannt so. Aber das kriegt man halt dann nicht mit, weil jeden Tag nur eine Folge kommt. Und nur irgendwann an Tag 5, Tag 6 oder so, gucke ich, als ob ich gleich jemanden umbringe. Aber das ist gar nicht so. Ich bin eigentlich ein ganz netter. Ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Dö. Oh, so schön hier. Das ist schön. Aber solange ich keine Muni habe, brauche ich die Waffe eigentlich auch nicht mit mir rumtragen. Aber ich kann den Molotow-Cocktail schon mal auf die 2 packen. Okay, Molotow-Cocktail mit einer Nuka-Cola-Flasche. Nice. Mit gleich mache ich... Ach, das ist 0. Nee, das ist gleich. Mit gleich kann ich ein Stimpak nehmen. Steck mal die Waffe wieder weg, mein Freund. Steck mal die Waffe wieder weg. Lasst uns ein wenig hier das Ödland genießen von West Virginia. Heißt es dann eigentlich noch Ödland? Also bei Fallout 3 hieß es doch Commonwealth? Nee, Quatsch, das war 4. Das war 4. Ach, es ist eigentlich immer ein Ödland. Ein Ödland beschreibt ja keinen bestimmten Teil von einer Region. Es beschreibt ja nur, dass es totally abgefuckt ist. Ach, wie herrlich ich das hier gerade finde. So. Es wird Nacht langsam hier in Fallout 76. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich vielleicht doch die ersten paar Missionen mitmache. Vielleicht werden dann einige Gameplay-Optionen und Möglichkeiten erst freigeschalten. Die ich dringend später brauche. Alter, aus heiterem Himmel ein Zombie. Schwacher wilder Ghoul. Komm her, Mann. Ui. Gib ihm. Oh Mann. Kleines, versiegeltes Glasgefäß. Ich brauche es. Verdammt. Ja, wenn ich gehen war einfach zur Aufseherin. Das wäre da lang wieder. Aber ich will mich erstmal wollte ich mich ja ganz relaxed umgucken. Kann ich was mitnehmen von dir, mein Freund? Sicherlich haben wir später Hunger. Gibt's hier sowas? Nee, so essen und trinken müssen wir hier nicht. Oder? Doch! Geil. Wie der Bethesda-Typ auf der E3-Pressekonferenz gesagt hat, ein Softcore-Survival-Game. Kein Hardcore. Also, nüchtern. Nee, das sag ich jetzt nicht. Wow. Das wäre fast schief gegangen. Fast wäre dieses Video explicit geworden. Aber nein, wir sind noch family-friendly. Ach man. So gut. Was wollte ich machen? Genau, ich will den Hut aufsetzen eigentlich. Den Ranger-Hut. Der uns nichts bringt, aber er sieht cool aus. Und dafür gehen wir auch nochmal in die Third Person, stecken unsere Fäuste weg. Ja, Clone Hitman. Der sieht noch jünger aus als der Hitman aus Hitman 2016. Was ich auch gerade nebenbei spiele. Auch wenn ich gerade eine Pause mache. Wegen Fallout. Oder habe ich noch ein paar Folgen im Petto? Ja, hau ich dann bei Zeit mal raus. Wow. Blumen, Leute. Viele, viele Blumen. Na, wollen wir da mal reingehen? Das ist aber das Letzte, okay? Danach gehen wir zur Aufseherin. In die Richtung. Wieder zurück. Jetzt gucken wir uns noch an. Letzte Haus und dann kümmern wir uns um die Mission. Vielleicht kriegen wir da auch eine Waffe. Bisschen Munition. Aber das liebe ich ja eigentlich. Dass wir uns wirklich null um Story und Tralala kümmern müssen. Oh, 10. Nein. Hier soll ich noch nicht sein. Und da macht sich ein leichter MMO-Geschmack bemerkbar. Kein schlechter, aber wenn die Gegner Totenköpfe, Kronen, blutige Augen oder ein fieses Ork-Gesicht neben den Namen stehen haben, bei der Energieanzeige, dann sind die noch nichts für uns. Macht's gut, ihr Trottel! Ich komme wieder. Ich komme wieder und werde eure ganze Sippe auslöschen. Boah, ich hoffe, die folgen mir nicht überall hin. Ich dachte, das ist ein MMO. Freunde von Vault 76, helft mir! Prinz Leo verlangt... Nee, Quatsch, wir sind ja Tobias Reaper. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber sie verfolgen uns. Damn. Ich habe ein Problem, Leute. Na, oh, Schande. Sind wir noch halbwegs richtig? Nee, wir hätten in die andere Richtung gehen sollen.
Oh, wow, wow. Das fühlt sich aber auch sehr nach Fallout an. Gerade am Anfang vom Fallout 4, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit Survival-Modus, waren die Gegner gerade am Anfang wirklich, wirklich eine richtige Herausforderung. Da sind wir den ein oder anderen Bildschirm tot gestorben. Aber irgendwann ist man richtig mächtig. Das wird ja mein erstes richtiges Solo-MMO, wenn man so möchte. Also wenn man das hier als MMO bezeichnen möchte. Aber auch nur dann. Aber hier werde ich richtig viel Zeit reinbuttern. Richtig viel Zeit. Wie gesagt, es fühlt sich wirklich wie ein Fallout an. Ne? Aber manche sehr vokale Menschen, die meckern halt sehr gerne. Weil sie sich dabei sehr, sehr klug fühlen. Aber was haben sie denn dann davon? Und ich sag mal, so zwei Drittel von den Leuten, die am lautesten schreien, die spielen das dann auch Dutzende und Hunderte von Stunden. Aber es fühlt sich halt noch besser an, wenn man meckert, ne? Fühlt sich einfach mal immer besser an, wenn man meckert, weil dann ist man ja so klug, man hat ja alle Fehler durchschaut. Mensch, Leute, lasst doch die Positivität, lasst Positivität, positive Energien in euer Leben. Positivity! Und Mutterbeeren, deine Mutter. Was haben wir denn hier? Oh, schön. Loot. Einfach mal Loot. Ich will looten, Leute. Ich will looten. Und ich will euch damit dabei haben. Auf jeden Fall. Oh, eine Kochstelle. Klar, da koche ich doch gleich was. Es ist genau wie in Fallout 4. Sieht genau so aus. Herstellbare Gegenstände umschalten. Ja klar, mach mal. Alle Nahrungsmittel. Holz benötigt 5 von 1 Holz und Maulwurfsrattenfleisch. Geil. Also wir brauchen immer Holz zum Herstellen. Ja, koche eine Mahlzeit. Also wenn das mal hier nicht ein Tutorial ist, ein richtiges. Wie kocht man in Fallout 76 im Detail? Sehr, sehr helfende Tutorials und Guides mit Leon Dagabo, a.k.a. Tobias Reaper. Munition, Munition, Leute, wir haben Munition. Und einen Stuhl. Ist das ein Grill? Ja, tatsächlich. Ein Grill, den will ich haben. Irgendwann will ich den haben in meiner Base. Klingenkorn. Äpfel. Emaille-Eimer. Ich habe eine Emaille-Tasse. Also ich und meine Freundin haben jeweils eine. Haben wir uns im letzten Urlaub gekauft mit Herzchen drauf. Aber da darf man keinen Tee draus trinken. Der macht sehr starke Ablagerung. So krass. Lass mal wieder nachladen, würde ich sagen. Nee, das ist die Handgranate. Der Molotow-Cocktail. Hä? Wo ist denn bitte? Die 1, sage ich doch. Ich habe doch gerade 1 gedrückt. Ah, ich habe die Granate trotzdem ausgewählt. Linke Alt-Taste zum Granatenwerfen. Habe ich gerade mitbekommen. Aber wo ist bitte? Wo sind die Einstellungen? Z-Menü. Und was muss ich drücken für den VRTS-Modus? Steuerung. Springen, sprinten. Q, alles klar. Ist das super. Da hat sich wirklich jemand dabei was gedacht. Starker Schlag und starker Angriff ist auch linke Alt-Taste im Nahkampf. Werde ich jetzt nicht so viel einsetzen wollen, aber gut zu wissen. Emotes sind G. Automatische Bewegung X haben wir schon rausgefunden. F für Favoriten. F. Schnell heilen. H. Ah, das muss ich mir merken. Konsole. Konsole? So wie Cheats und sowas? Mach keinen Scheiß, Leute. Egal. Favoriten. F. Das wäre auch das Mausrädchen. C. Tatsache. Nochmal ganz kurz. Cool, ich weiß, VRTS, aber wie waren die Emotes nochmal? G, ne? Emotes. Da, G, alles klar. G! G und H sind auch noch wichtig. Hier. Daumen nach oben! Yeah! Super albern, aber hey! Gibt's Tanzen vielleicht? Es muss Tänze geben. Teamaufstieg, hallo. Verspotten, handeln, Hilfe. Nein, das muss doch nicht so albern sein. Hey, das ist ein ernsthaftes Spiel.
Ich meine, zu Fallout 3 sah Fallout 4 auch schon immer sehr Looney Tune-haftig aus. Es war sehr viel bunter und sehr viel weicher vom Stil her, aber jetzt nur so rumhampeln. Aber man muss es ja nicht benutzen. Man muss es ja nicht benutzen. Man kann ja anders auf einen Hallo reagieren als mit dem Daumen nach oben. Man kann ja auch direkt ins Gesicht schießen jetzt. Ist doch schon mal super. Okay, weiter geht's zur Aufseherin. Und dann irgendwann werde ich dieses Spiel genauso spielen, wie ich jedes andere Bethesda-Rollenspiel spielen werde. Ich werde die Karte aufdecken. Die Karte aufdecken und mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich liebe es. Ich liebe es, Leute. Ist das nicht toll, das Spiel? Ist das nicht toll? Die ganze Welt, sie wartet da draußen auf uns. Ja, aber das soll es für heute gewesen sein, meine Damen und Herren. Nein, Quatsch. Wir sind hier ja Ödländer. Verstrahlte Grüße und euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Der Leo, bis dann. Tschüss.